Ihr habt es wahrscheinlich schon unten im Titel gelesen. Heute gibt es mal ein, was ich so zu Weihnachten beschenkt bekommen, also gekriegt habe. Ja, gestern war ja Weihnachten. Tut mir leid, dass ich 2 Tage kein Video gab. Erstens daran, dass ich gestern keine Zeit hatte, weil ja gestern Weihnachten war. Und ich da nicht unbedingt ein Video drehen wollte. Deshalb gibt es heute ein Video. Und wenn wir noch die Jonas jetzt hier nennen mögen, dann wahrscheinlich auch noch in den nächsten Stunden. Oder halt, ich weiß halt nicht, aber das Abo-Special kommt dann auf jeden Fall auch noch. Also, wenn wir die 170 gemerkt haben. Und, ja, ich werde euch heute meine Songs zeigen, die ich bekommen habe. Und ich werde einfach sagen, let's go mit dem Video. Und Leute, sorry für meine Stimme. Wir haben erst 10 nach 10 Minuten, also wir haben eigentlich 10.10 Uhr. Und, ich drehe meine Videos immer so gegen Nachmittag, deshalb tut mir es leid, wenn meine Stimme ein bisschen absagt. Aber ja, ich drehe euch das Video heute und ich zeige euch erstmal die erste Sache und jetzt kommen wir im Video. Ja, das erste, was ich bekommen habe, ist dieses T-Shirt. Da steht echte Mädchen reiten. Ich reite ja auch in echt. Und das ziehe ich auch im Sommer an, wenn ich reite. Ich reite eigentlich jede, also alle Jahreszeit, aber jetzt eher heute. Ja, geil, aber ich habe dann wieder Montag reiten und wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder. Und Leute, in einer Woche schon nächstes Jahr, 2021. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich dieses T-Shirt bekommen, was ich heute auch anhab. Fragt euch nicht, warum ich im Winter ein T-Shirt anhab. Ich habe es nur jetzt hier an, also um halb zu Hause. Und ja, das ist das T-Shirt und ich habe noch ein zweites T-Shirt bekommen. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, ich habe jetzt das T-Shirt geholt. Das ist nämlich, das habe ich auch meine Insta-Story gehabt. Nämlich, Vorsicht, vor der Reiterin. Das Pferd ist harmlos, steht da. Den kann ich gerade nicht sehen. Und ja, das geht so weit. Und ich finde, dass eigentlich ein schönes T-Shirt ist. Und das will ich so unbedingt nächsten Tag anziehen. Auf jeden Fall habe ich das hier jetzt an. Und das waren halt die 2 T-Shirts, die ich bekommen habe. Und ja. Dann geht's weiter. Entschuldigung, wenn ich immer so nach vorne gehe. Ich muss halt auch gerade machen. Das, was ich bekommen habe gestern. Ich finde es so geil. Ich bin fast gestern ausgerastet. Man kennt es, glaube ich, nicht so gut. Das ist auf jeden Fall von der neuen Kollektion von Crema, die im Sommer reingekommen sind, diese Farbe. Und die werde ich auf jeden Fall dann aufhängen. Die haben nämlich, ich habe nämlich 6 Haken hier geholt. Oder, also, gewünscht. 6 Haken und die habe ich auch bekommen. Und ich frage euch, warum ich selbst 6 Haken habe. Erstens, weil ich 3 für meine, also für Svenja und für Sokorke brauche. Also immer 3. Und das ist dann mein Sokorke und das ist dann Svenja und das hänge ich dann auf, weil ich habe ja im Moment diese kleinen Pins und die fallen ja so langsam ab. Und deshalb habe ich, oder habe ich mir zu Weihnachten diese Halfter, Trenzenhalter. Und was ich cool finde, die haben halt auch noch hier so einen Haken vorne und noch hier einen größeren Haken. Ich werde mir auf jeden Fall nächstes Jahr wahrscheinlich noch den Sattelhalter holen, weil im Moment habe ich ja nicht so ein großes, also habe ja diese, weißt du, wie man das auch nennt? Und das meist dann wahrscheinlich mit Nägeln fest. Und das glitzert sogar. Das sieht man, glaube ich, nicht jetzt so gut an der Kamera. Aber ich hoffe, man kann es erkennen. Und ja, ich bin mega stolz auf diese Dinger, Leute. Weil ich liebe diese Dinger einfach nur noch. Ich liebe die. Weil man hat halt hier so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich kann hier meinen Mondhalfter mit der Transe aufhängen. Und deshalb wollte ich auch diese Dinger haben, weil da immer 2 Sachen drauf passen. Und ja, auf diese kleinen Dinger da passt ja nichts eigentlich drauf. Und die Fellhalfter fallen ja die ganze Zeit irgendwie auch runter. Deshalb habe ich mir, oder habe ich mir gewünscht, diese Dinger hier, 6 Stück. Einmal 3 fürs Rohr und einmal 3 für Svenja. Und die werde ich dann auch aufhängen. Und vielleicht in meinem nächsten Video habe ich die schon aufgehangen, aber ich weiß es nicht, weil in der nächsten Zeit kommt das mal Fleisch und Sustainable-Videos und Hobby-Horsing-Videos, wenn das wieder mitspielt, weil bei uns ist das jetzt gerade mal sehr blöd, ich weiß.
ist halt gerade nicht Jahreszeit, aber ja, egal. Und wir beginnen mal mit meinem nächsten Geschenk, was ich bekommen habe gestern. Nämlich, ich habe nämlich einmal zwei Bücher bekommen in Pferde, nämlich da. Das Buch, das habe ich noch nicht angefangen zu lesen, weil ich gerade ein anderes Buch lese, nämlich Miandmi. Ja, Leute, ich bin Miandmi-Fan. ja, auf jeden Fall, das Buch habe ich bekommen und das werde ich dann auch nächstes Jahr anfangen zu lesen, wenn ich mit dem Buch fertig bin, weil das wirklich ist. Das Miandmi-Buch, weil ich habe nämlich die dritte Staffel davon, lese ich gerade. Staffel 1. Nee, Folge 1. Und das möchte ich noch fertig lesen, dann mache ich mich an das Buch oder noch ein anderes. Das ist von Ravensburger. Und das ist ein Pferde, also das Buch heißt Pferde Hüten. Also Leute, ich kann schon lesen, aber Leute, Schreibschrift ist nicht so meine Schrift. Pferde Gefühle Tim. Ach mein, ach Leute. Hier, ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, das Buch ist, glaub. Und ich dachte, es ist der Ostwind, aber ist es nicht. Aber ich finde das Buch eigentlich auch mega schön. Und es gibt dann noch ein zweites. Ich habe das erste Kapitel von dem Buch. Und ja, ich finde das eigentlich mega cool. Also habe ich mir gesagt, hä, was ist das? Weil es zusammen eingepackt war. Ich zeige euch noch gleich das zweite. Und ich habe gedacht, hä, was ist das? Oh Leute. Ja, es geht wieder. Und auf jeden Fall habe ich das Buch bekommen. Ich finde das eigentlich mega schön. Und ich lese auch mega gerne, wenn ich die Zeit dafür habe. Abends lese ich eigentlich auch. Und ich zeige jetzt mal kurz das zweite. So, das zweite ist Lea und Kuck, Juck, Kerr. Okay. Zwei Herzen in Wild. Ja, ich finde das mega cool. Und das ist auch dicker. Ich denke, ich fange an, Leute. Das ist der coolste ist. Ich bin ja 13 und heiße auch Lea. Die 13-jährige Lea. Also hier oben, da steht es da oben. Lea. Und hier weiß ich nicht, hä, warum? Und das ist auch ein mega schönes Buch. Ich glaube, da gibt es auch ein Kapitel, soweit ich weiß. Nein, das ist ein ganzes Kapitel. Und ich glaube, ich weiß aber nicht, ob ich mit dem Ganzen anfange, aber ich denke wahrscheinlich hier mit dem Buch. Und ich finde das auch mega schön, Leute. Ich liebe Pferdebücher, wo es um Pferde geht. Und deshalb, ja, habe ich mir halt die zwei Bücher oder habe ich dann bekommen. Und ich habe sie mir nicht gewünscht. Ja, also, aus meiner Familie weiß halt jeder, dass ich, oder weiß halt eigentlich jeder, dass ich Pferde liebe. Und deshalb habe ich Bücher bekommen und ja, ich finde es eigentlich voll cool, das Buch, weil da ums Lea und um das Pferd geht. Gucket. Ja. Okay, Leute. Wer auch die zwei Bücher kennt, ja, kann ja auch die gerne hinschreiben. Aber ja. Ich fange erstmal mit dem nächsten Geschenk an. So, dann das nächste. Ey, Leute, nein. Ich habe mir ein Sonnenpferd gewünscht, was also das von gestern ist. Aber das geht auch ein bisschen weit, aber ich liebe es. Ich habe es schon mal ausprobiert. Und der Saddlegurt ist ein bisschen weit. Ich glaube, der ist 90 oder mehr. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das so lange. Und ich muss beides ins letzte Loch machen. Und ich finde das mega cool. Und das passt den Holzwerten auch, außer das ist gut. Weil mir meine Steine bei der Silvestern musste ich zweimal bis dreimal zweimal bis einmal umschlagen. Fragt euch nicht warum. Ja, ich habe mich über das Pad mega gefreut. Ich wollte auch nicht ein anderes, weil ich finde das eigentlich mega cool. Und das hat ja auch Fell. Das ist auch, das ist von, okay, von Story Dance, also aus der Western-Kollektion. Und ich finde das eigentlich mega cool, weil das Pad ist auch mega weich. Ich kann es euch nur empfehlen. Und ich bin 1,56 Meter groß, aber Leute, die Steinflügel sind's. Ja, aber ich habe es jetzt hier so eingestellt, es war ein bisschen weit, aber egal. Und ich liebe dieses Sattelpad einfach. Ich hatte es auch schon mal auf meinen Holzpferden drauf. Und es steht, ich habe diese rote Schabracke, die ihr in meinem letzten Video gesehen habt, war da drauf. Oder halt drauf. Also die Schabracke, also die rote Schabracke, die ihr im Video gesehen habt letztes Mal, die, also im Hintergrund,
Die ist für die Schipacke, habe ich mir extra schon zusammengelegt, weil da auch das Seven-Pad ist. Und ja, ich mag das mega und wir üben mein nächsten Weihnachtsgeschenk. So Leute, mein nächstes Geschenk war nämlich einmal Handschuhe. Ja, die passen, also so ein Winter gefütterte. Und die habe ich auch zu Weihnachten bekommen und ich liebe die. Weil Leute, man kann auf dieses Handy, also kann man auf den Handys von diesen Tasten, diese Touch-Dinger, keine Ahnung wie die heißen, benutzen und die sind in Brombeer. Die vielleicht wissen, ich habe eine Brombeer Reithose, also die da hier, das sieht man jetzt sehr unscharf, aber die ist auch Brombeer. Und ich habe mir so gedacht, ja, warum wünschst du dir einfach nicht noch Brombeer Handschuhe, weil meine Winterhandschuhe, also ich habe schon Winterhandschuhe, die sind ein bisschen so groß noch, die sind jetzt in XS, ja Leute, ich brauche XS. Und über die habe ich mich mega gefreut und die sind von Felix Büller. Und sehen so aus. Ich finde die eigentlich mega schön. Eigentlich passen mir die nicht von Felix Müller, aber wenn es um so welche sind, das ist auch das erste Cover, was ich habe von Felix Müller. Und es passt mir tatsächlich auch. Und ich finde die einfach mega schön. Die werde ich am Montag, also nächste Woche Montag, sofort ausprobieren. Wenn ich reite wieder auf dem Pony. Ja, und dann wieder auf mein kleiner Stil. Aber da gehört mir leider nicht. Ja, aber egal. Ja, die zwei. Diese Paare habe ich gestern bekommen und ich habe mich mega gefreut über die Paare. Also über die Handschuhpaare. Und jetzt kommt mein großes Geschenk, was ich mich abgefreut habe. Und ja, eine Winterreiterjacke von Felix Büller. Von Felix Büller. Ja, die hat schon an und die ist mega. Und jetzt sieht man es mal für FD. Und ich finde die mega schön. Was auch meine Mutter gesagt hat, dass ich mir, also hier hinten gibt es ja auch so ein Halter, dass die Kapuze, weil ich habe ja keine, also ich habe keine Rennjacke, weil, ja, ich trage schon lange, aber ich habe noch nie so eine richtige Winterjacke gebraucht, weil wir ja schon tief leben. Also schon, also eine Umgebung, die halt sehr kalt ist. Das ist jetzt nicht so, aber ja, egal. Auf jeden Fall habe ich diese Jacke bekommen. Und ich habe mich mega gefreut. Ja, wir waren gestern im Mann. Ja, ich weiß, was cool war, aber egal. Und die Jacke, ich liebe die. Und ich zeige euch, was sie kann. Also sie hat hier erstmal so zwei, also so ein Halter, dass die Jacke halt jetzt rumfliegt, weil in einer Reitstunde oder in drei Stunden passiert das, weil ich schon ein flottes Pferd habe. Zwei flotte Pferde, die ich reite. Montags und freitags reite ich halt zwei flotte Pferde, die gerade. Und ja, die fliegt da, die Kapuze fliegt dann immer im Trab, wenn ich anfange zu galoppieren hoch und das nervt. Und deshalb habe ich mir also eine Winterreiterjacke benutzt. Und die hat auch hier hinten sehr tiefe Taschen, wo man täglich ist und Mundschutz und alles drin habe, also auch die Handschuhe. Ja, weil ich mein anderes Paar verloren habe. Und ja, die Taschen sind mega tief und da tue ich auch wahrscheinlich mein Handy rein. Ich habe ja auch noch diese andere Handyhülle, aber die benutze ich jetzt gerade so wegen dem Ton und so weiter. Aber ja, auf jeden Fall hat die da hinten, und die ist in schwarz, sieht man ja auch, hat hier hinten so zwei Reißverschlüsse, einmal links und einmal rechts. Und das heißt, dass die reiten, die wissen, also dass man halt mit einer Reiterjacke besser reiten kann. Also die hat halt hier hinten so, also kann man so eine Öffnung, dass man halt auch dem Pferd sehr gut sitzt. Und ja, ich bin fast die erste, die das hat. Warte, die Sonne. Ja, bei uns ist die Sonne jetzt gerade hier irgendwo. Keine Ahnung warum. Und dass man es dann halt in den Sattel legen kann. Und ich finde das eigentlich mega cool. Und ja. Das waren jetzt meine Weihnachtsgeschenke, die ich bekommen habe. Ich habe mich mega gefreut. Und über meine Weihnachtsgeschenke. Und lasst doch, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren und klickt auf Abonnieren, dass ihr kein weiteres Video verpasst, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und mein Kanal ist kostenlos. Und vielleicht liken
noch bevor nächste Woche noch die 170 Abos. Das kann man kurz noch haben, weil wir brauchen noch ein Abo. Und dann gibt es ein Abo-Special, was wahrscheinlich... ich sag euch, das geht um SSO, aber so ganz genau zeige ich euch das nicht. Und ich bin leider kein Starwriter mehr, aber das werde ich mir nächstes Jahr kaufen. Habe ich nämlich Money. Ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen habt, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, ciao, Lieben, bis zum nächsten Mal.